Wir haben hier den Graphen einer Funktion, und zwar von der Funktion f von x ist x Quadrat. Und jetzt soll der Inhalt der Fläche unter dem Graphen von f von x gleich x Quadrat im Intervall 0, 1 bestimmt werden. Mit hier rechteckigen Klammern, das heißt 0 und 1 gehört dazu. Das heißt im Endeffekt der Flächeninhalt, der hier komplett gestrichelt hier drunter ist, bis zu 1. Naja, aber da gibt es auch eine Möglichkeit, wie man das machen kann. Und zwar die Möglichkeit, es mit einer Untersumme anzunähern. Wie das geht, zeigen wir euch. So, das Prinzip der Untersumme ist hier schon mal dargestellt. Und zwar eine Annäherung durch vier Rechtecksflächen. Wer jetzt denkt, vier Rechtecksflächen, ich sehe nur drei. Ich auch. Na, das liegt daran, dass die haben immer die Höhe vom Funktionswert von der linken Seite. Also hier f von 0 und f von 0 hat die Höhe 0. Deswegen hat dieses Rechteck die Höhe 0. Und die Breite ein Viertel. Deswegen ist es eigentlich nur ein Strich und hat einen Flächeninhalt 0. Ah, dann sehe ich auch vier. Rechteck. Und hier natürlich die anderen drei. Hier f von ein Viertel hoch. Alles geht dann bis ein Sechzehntel hoch. Ein Sechzehntel ist die Höhe. Ein Viertel rüber. Hier ist es ein Viertel hoch. F von zwei Viertel. Und ein Viertel rüber. Und hier ist f von drei Viertel hoch. Das ist dann neun Sechzehntel. Das ist genau hier. Und auch ein Viertel rüber. Und wenn man diese drei Flächen, eigentlich vier Flächen, hier mit dem Flächeninhalt 0, aufsummieren würde, würden wir jetzt einen Flächeninhalt bekommen, der, naja, die Fläche unter dem Graphen der Funktion schon mal annähert. Ist natürlich zu klein. Das sieht man klar. Aber es ist auf jeden Fall schon eine Annäherung, wo man sagen kann, ja, mindestens so viel ist es. So, dann versuchen wir das jetzt mal genauer zu bestimmen. Wir haben das schon was vorbereitet, und zwar mit dem Programm GeoGebra. Und hier haben wir das auch schon vorbereitet. Hier der Graph der Funktion f von x ist x Quadrat. Wir versuchen die Fläche von 0 bis 1 zu bestimmen. Und hier sind auch unsere ja, vier Flächen. Und wir haben jetzt hier einen Regler, damit können wir aus den vier Flächen ganz leicht mehr Flächen machen. Also momentan ist übrigens die Untersumme hier U4, also weil Untersumme schreibt man U, das 4 ist, weil es 4 Flächen sind, ist momentan 0,22. Natürlich zu wenig, weil diese Weißen hier fehlen. Das würde man erhalten, wenn man jetzt diese Rechtecke von Hand ausrechnen und addieren würde. Genau das kam dann raus. Genau, jetzt mache ich mal mehr. Machen wir mal 5. Seht ihr es schon ein bisschen genauer? Und ihr seht auch, der Flächeninhalt steigt jetzt auch an. Das Ich mache passt zu dem, was Herr Fernig vorhin gesagt hat, dass es nämlich mindestens der Wert ist. Er liegt ein bisschen über dem. Weil selbst jetzt sind es gerade eben 20 Teilflächen. Und ihr seht, es sind immer noch kleine weiße Bereiche. Das heißt, auch diese 0,31, die jetzt angezeigt wird, liegt immer noch unter dem eigentlichen Wert. Wenn wir jetzt die Flächen erhöhen, machen wir, die Anzahl der Flächen erhöhen, machen wir diese weißen Aussparungen immer kleiner und nähern uns auch immer mehr dem tatsächlichen Wert. Zum Beispiel jetzt. Und ihr seht mal, wenn der Fernseher noch mal ein Stück zurückgeht, wir sind bei 100 Teilflächen, etwas reduziert. Dieser Wert 0,33, der wird jetzt hier schon demnächst erreicht, noch ein bisschen nach oben, noch ein paar seht ihr, bei mehr. 50 Flächen haben wir 0,32. In den nächsten Ja. 50 Flächen ändert er sich nur noch minimal. Wir sind Genau, also jetzt hat er sich schon. geändert und jetzt bleibt er bis 100 gleich. Also das heißt, jetzt haben wir nur noch Änderungen im Bereich nach der zweiten Nachkommastelle. Also schon relativ genau, aber immer noch, wenn man ranzoomen würde, da gibt es noch Bereiche dieser Fläche drunter, auch wenn es jetzt ganz grün aussieht und auf der Auflösung im Video jetzt nicht so toll zu sehen ist, wo eben Teile der Fläche immer noch fehlen. So, die Fläche ist jetzt zu niedrig bei der Untersumme, aber mit der Obersumme kann man das auch berechnen und das macht jetzt mal der Herr Thein. So, jetzt kommt mein Vorschlag, das Ganze anzunähern. Und statt der Untersumme, wo uns ständig Teile fehlen, nehmen wir doch jetzt die Obersumme. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Wir nehmen dieselben vier Abschnitte, die auch der Herr Fähnrich genommen hat, bei 1 Viertel, 2 Viertel, 3 Viertel und 1, wieder 1 Viertel breit. Nehmen aber dieses Mal nicht wie vorhin den Anfang des Abschnitts, dessen Funktionswert, das war hier, hier, hier und so weiter, sondern wir nehmen für den ersten Bereich als Höhe des Ganzen den Funktionswert vom Ende. Für den zweiten Bereich als Höhe den Funktionswert vom Ende, für den dritten und so weiter. Und ihr seht, jetzt entstehen wieder Rechtecke. Dieses Mal sind es auch vier Stück, weil das erste ja schon einen Funktionswert hat. Allerdings, das wird Herr Fähnrich gleich einwenden, hat meins jetzt das Problem. Naja, jetzt haben wir zu viel. Der Flächeninhalt ist viel zu groß, wie bei mir. Aber auch da können wir jetzt was lösen. Vorhin war er viel zu klein, jetzt ist er viel zu groß. Wir schauen uns das Ganze einfach wieder in GeoGebra an und schauen mal, ob sich was verändert, wenn wir die Anzahl der Bereiche erhöhen.
Und wir haben als Obersumme den Wert 0,47. Wir erinnern uns vorhin beim Herrn Fähnrich seiner Methode mit der Untersumme, waren wir schon an einen Wert rangekommen von ungefähr 0,33, der sich nicht mehr groß verändert hat. Jetzt schauen wir mal, was hier passiert, wenn wir das Ganze erhöhen. Wir sehen jetzt, im schrittweisen Erhöhen, die Obersumme senkt sich ab. Wir sind jetzt schon bei 14 Teilbereichen runter auf 0,37. Und wir sehen, es sind zwar immer noch Flächen drüber, aber insgesamt ist jetzt wesentlich weniger Fläche oberhalb der Kurve aus Versehen noch mit dabei. Wir erhöhen es jetzt von diesen 14 Teilbereichen einfach mal weiter und schauen an, was mit unserer Obersumme passiert. Und wir sehen, sie nähert sich einem ähnlichen Wert wie vorhin. Und auch hier kommen wir jetzt, etwas verrutscht, kommen wir in einen Bereich, wo es sich jetzt gar nicht mehr ändert. Dieses Mal allerdings nicht 0,33, sondern 0,34. Wir sehen, wenn wir jetzt reinzoomen würden, würden wir sehen, es sind immer noch mini kleine Flächen oberhalb der Kurve. 0,34 ist ein bisschen zu groß. Vorhin 0,33 war ein bisschen zu klein. Jetzt müssen wir schauen, wie wir das Ganze noch besser hinbekommen. Ja, und das ist eigentlich das Problem. Wir haben jetzt sozusagen einen, das stapelt ein bisschen zu tief, einen, das stapelt ein bisschen zu hoch. Tja, eigentlich liegt die Lösung genau zwischen uns. In der Mitte. Wir brauchen jemanden, der das ein bisschen ausgleicht. Und da gibt es auch eine Methode, die zeigen wir euch auch gleich. Wie gesagt, der beste Weg wäre ein Mittelweg. Und wir nehmen deswegen als Höhe von so einem Rechteck den Funktionswert genau in der Mitte. Zwischen 0 und 1 Viertel ist ein Achtel hier. Wir nehmen f von 1 Achtel, das ist unsere Höhe, also unsere Fläche A1 ist dann f von 1 Achtel, mal die Breite. Die Breite hat sich nie geändert, egal ob es Untersumme war, Obersumme oder hierzu eine Art Mittelsumme. F von 1 Achtel mal 1 Viertel. Berechnen wir das live. 1 Achtel im Quadrat ist 1 64. Mal 1 Viertel. Oder kommt was ganz Kleines raus, aber wir sehen ja auch, dieses Rechteck ist ganz klein. 1 256. Das wäre die erste Fläche A1. Wir berechnen jetzt auch die Flächen A2, A3, A4. Versucht ihr das vielleicht erstmal? Ob ihr es hinbekommt, überlegt euch, was sind die Funktionswerte in den Mitten von den jeweiligen Bereichen. Das, wenn man sich das in Achtelschritten vorstellt, kann man sich das ganz einfach überlegen. Und dann schaut man, ob das mit dem übereinstimmt, was wir euch jetzt gleich zeigen. Richtig, pausiert hier das Video. So, hier die weiteren Ergebnisse. A2 ist f von 3 Achtel mal 1 Viertel, gibt dann 9 256. A3 ist f von 5 Achtel mal 1 Viertel, gibt dann 25 256. A4 ist f von 7 Achtel mal 1 Viertel, dann 49 256. Das heißt, die Gesamtfläche ist A1 plus A2 plus A3 plus A4, also diese gesamte orangene Fläche. Die ist 21 64. Das ist ungefähr 0,33. Und das Tolle ist jetzt, wir hatten vorhin als Untersumme bei 100 Flächen ungefähr 0,33. Bei der Obersumme hatten wir bei 100 Flächen ungefähr 0,34. Wir wissen, das Ergebnis ist eigentlich ungefähr dazwischen. Und hier kriegen wir mit nur 4 Flächen schon ein Ergebnis, was dazwischen liegt und sehr genau dem richtigen Wert nahe kommt. Zumindest auf 2 Nachkommastellen genau. Richtig. Okay, wiederholen wir nochmal. Die eine Methode war die Methode der Untersumme. Da haben wir immer den Funktionswert genommen vom linken Rand. Das war zu klein. Das andere, Methode von Latein, war die Methode Obersumme, da haben wir einen Funktionswert genommen am rechten Rand. Also zu groß. Jetzt nehmen wir einen Funktionswert genau in der Mitte, der ein bisschen zu klein, ein bisschen zu groß, passt also genau, gibt hier schon einen relativ genauen Wert. Man könnte es natürlich jetzt noch genauer machen, indem wir die Anzahl der Teilflächen, die wir da reinpacken, erhöhen, also auf 10, 100 oder 1000, wie wir es vorhin bei der Obersumme gemacht haben, aber der Wert ist schon ganz gut. Macht es jetzt mal so, dass ihr euch das Ganze hier an der Stelle in euer Heft übernehmt und anschließend überlegen wir uns mal an einem anderen Beispiel, wie man das Ganze allgemein angehen kann. So, das ganze Bild jetzt sieht jetzt sehr ähnlich aus wie das, was wir vorhin gemacht haben, nur haben wir jetzt keine festen Werte, sondern einfach nur allgemeine Stellen und zugehörige Funktionswerte. Wir überlegen es uns mal genauso. Die erste Fläche hier würde folgendermaßen aussehen. Wir machen f von z1. Mal wieder der Differenz hier unten, ist wieder die Rechtecksfläche, sozusagen der Funktionswert, mal der Differenz zwischen x1 und x2, das wäre gerade Delta x. Also sozusagen Höhe mal Breite. Die Höhe ist f von z1 und die Breite ist Delta x. Genau.
So, jetzt haben wir vorhin lauter einzelne Flächen gemacht und anschließend addiert. Jetzt addieren wir die einfach gleich. Die nächste Fläche wäre dann als Höhe f von z2 und die Breite wäre die gleiche, wäre wieder Delta x, weil der Abstand zwischen x1 und x2 und x2 und x3 ist es so gewählt, dass es gleich wäre. So, und jetzt stellen wir uns vor, das Ganze geht jetzt so ewig weiter, je nachdem, wie viele Teilflächen wir gewählt haben. Da würden jetzt also lauter einzelne weitere Rechtecke dazukommen, bis wir schließlich zum letzten Rechteck kämen, je nachdem, wie viele Unterteilungen wir gemacht haben. Sagen wir, wir haben n Unterteilungen gemacht, wäre das f von zn mal Delta x. So, das Ganze hier wäre jetzt die Gesamtfläche an. Das n bezieht sich jetzt hier nicht darauf, dass es Fläche 1, 2, 3 oder so weiter ist, sondern es ist eine Gesamtfläche, die sich aus n Flächen zusammensetzt. Also Beispiel bei A 100 wären es 100 Teilflächen und wäre 100 solcher Päckchen im Endeffekt von f von z 1 oder z2, z3. Mal immer der gleichen Breite. Genau. Wenn wir jetzt hierfür sehr große Werte von n einsetzen würden, würden wir immer genauere Werte bekommen, die der Fläche unter der Kurve, die wir herausbekommen wollen, sehr nahe kommt. Auf Dauer ist es natürlich aber blöd, immer größere Zahlen einzusetzen. Deshalb wäre es sozusagen gut, wir können einsetzen, wir nehmen jetzt einfach die größte Zahl. Die größte Zahl an sich existiert ja aber eigentlich gar nicht, weil wir wissen, es geht immer noch weiter. Aber wir kennen vielleicht schon das Zeichen dafür. Man sagt nämlich unendlich. Das sieht aus wie diese umgefallene 8, das Unendlich-Zeichen. Jetzt können wir sagen, okay, wir machen einfach mal A von unendlich. Das können wir direkt aber nicht machen, da unendlich keine wirklich existierende Zahl ist. Deshalb können wir das hier nicht einsetzen. Dafür benutzt man eine andere Darstellung, und zwar den sogenannten Limes. Limes von an für n gegen unendlich. Das bedeutet, wir schauen, was für einen Grenzwert hat das hier oben, welchem Wert nähert sich das Ganze, also dieser ganz genaue Wert für die Fläche, wenn wir n gegen unendlich gehen lassen, wenn wir also unendlich viele Teilflächen haben. Der Begriff Limes kommt auch aus dem Lateinischen und meint Grenzwall. Wir bewegen uns also auf eine Grenze zu. Wenn wir das Ganze jetzt hier einsetzen, dann bilden wir also den Grenzwert von dieser großen Summe hier dafür, dass wir n gegen unendlich gehen lassen. Das ist natürlich jetzt eine Riesenschreibarbeit und damit man das nicht immer machen muss, gibt es eine Kurzschreibweise, die haben wir hier unten mit diesem großen aufgebogenen S. Das nennt sich Integral. Wir machen das Integral der Funktion f von x dx im Bereich x1, hier drüben, wo sozusagen von unserem ersten Bereich das Ganze startet, bis zum Ende xn, das wäre unser allerletzter Bereich, f von zn endet ja dann mit dem Wert xn. Und das ist eben dieser neue Begriff, nachdem auch unser aktuelles Kapitel benannt ist, das Integral. Und dieses Zeichen, das Integralzeichen, sieht ja ein bisschen komisch aus. Das sieht eigentlich so aus wie ein S, ein bisschen ähnlich wie ein S. Ein S wie die Summe, und was wir hier oben auch haben, ist eine riesige Summe, eine ganz, ganz lange Summe. Deswegen dieses S so ein bisschen aufgebogen und ist jetzt im Endeffekt kein S mehr, sieht nur so aus, ist das Integral. Gut, bevor ihr das Ganze jetzt aufschreibt, stoppt erstmal. Wir nehmen diese Bestandteile, packen die jetzt schnell in eine vernünftige Definition mit entsprechendem bisschen Erklärung dazu und das könnt ihr dann abschreiben, gleich nach dem Schnipsen. So, von einer Sekunde auf die andere haben wir die vollständige Definition hier. Ist an diese Summe f von z1 mal Delta x plus f von z2 mal Delta x plus Punkt, Punkt, Punkt plus f von zn mal Delta x eine beliebige Rechtecksumme zu der Funktion f über dem Intervall ab, dann heißt der Grenzwert Limes von an für n gegen unendlich Integral der Funktion f im Intervall ab. Integral ist neuer Begriff, deswegen unterstreicht den bitte orange. Man schreibt dafür, für dieses Integral, dieses Integralzeichen, f von x dx, a ist b. Und wichtig ist, wie man das Ganze liest, wenn man darüber redet, würde ich sagen, das ist das Integral von f von x von a bis b. A ist dabei die untere Grenze immer, o ist die obere Grenze, b ist die obere Grenze. B ist die obere Grenze. Und dieses dx, was da hinten steht, beschreibt immer, nach welcher Variable integriert wird. X ist hier die Integrationsvariable. Falls diese Begriffe mal im Text irgendwo vorkommen, wisst ihr das. So, und jetzt kommen wir eigentlich zum Allerwichtigsten. Mindestens genauso wichtig wie diese Definition, deswegen auch wieder ein Ausrufezeichen hier. Das Integral
f von x dx von der unteren Grenze a zur oberen Grenze b ist der orientierte Flächeninhalt unter dem Graphen der Funktion f von x. Orientierte Flächeninhalt, wisst ihr, sozusagen positive Flächen sind die Flächen oberhalb der x-Achse, negative Flächen sind die Flächen unterhalb der x-Achse. Die muss man dann, je nachdem positiv oder negativ, auch zählen. Und das ist dann der orientierte Flächeninhalt. Bestimme das Integral, Integral f von x dx von minus 2 bis 3, mit Hilfe der in der nachfolgenden Figur angegebenen Flächeninhalte. Ich habe jetzt hier freihand eine Funktion gezeichnet, die ungefähr so aussieht. Diese Skizze müsst ihr auch in euer Heft übernehmen. Und wir haben hier ungefähr mal geschrieben, wie viel die Flächeninhalte sind. A1, hier von minus 2 bis 0, ist 5. A2 von 0 bis hier, bis zu dem Schnittpunkt, ist 1,5. Und A3, die unten schraffierte orange Fläche, ist 2. Jetzt, ganz wichtig, hier diese Flächen sind die richtigen Flächen, nicht die orientierten Flächen. Wenn der orientierte Flächeninhalt, dann wäre ja diese Fläche minus 2. Und wir erinnern uns, was der Herr Fähnrich gerade gesagt hatte. Integral ist gerade der orientierte Flächeninhalt. Das heißt, wenn wir jetzt das Integral von minus 2 drüben haben wollen bis zu 3, dann müssen wir eben den orientierten Flächeninhalt berechnen. Also beachten, welche Flächen liegen oberhalb und welche Flächen liegen unterhalb der x-Achse. So, und dieses Integral müssen wir jetzt berechnen. Und wir machen jetzt hier eine Pause. Und ihr könnt mal versuchen, das selber zu berechnen. Ist gar nicht so schwer. So, ich hoffe, ihr habt es hinbekommen. Man muss nämlich einfach nur diese Flächen zusammenzählen, aber eins muss man beachten, man muss sie nicht ganz genau zusammenzählen, man rechnet hier A1 plus A2 und weil A3 ja unterhalb der x-Achse ist, rechnen wir minus A3. Also haben wir 5 plus 1,5 minus 2. Also haben wir Dateien 4,5. Super gerechnet. 4,5. Das streichen wir noch. No, das war ja gar nicht so schwer. Kommen wir also direkt zur Aufgabe 2. Kommen wir zu einer zweiten Aufgabe. Wieder soll das Integral bestimmt werden. Dieses Mal ist allerdings kein Schaubild einer Funktion vorgegeben und schon gar keine Teilflächen. Jetzt kommt wirkliche Rechenarbeit. Und wie vorhin gesagt, das Schöne, vorläufig muss diese Rechenarbeit der GTR machen. Wir sind dann noch ein bisschen faul. So, das Ganze funktioniert folgendermaßen. Wir zeichnen erstmal altbekannt mit dem Graph-Menü unsere Funktion x hoch 3. Die ist jetzt hier dargestellt. Und jetzt kann der GTR direkt das Integral als orientierten Flächeninhalt berechnen. Und zwar über gsolve. Da müssen wir in den zweiten Bereich, also mit f6. Und dort seht ihr jetzt schon bei y-calculate und x-calculate die beiden Funktionen, die wir schon kennen. Direkt daneben ist noch eine. Und das ist jetzt unser Integral dx und dort müssen wir jetzt die untere und die obere Grenze eingeben. Zuerst mal die untere, das wäre minus 2 und dann die obere, das wäre das 3 und dann sehen wir das, wir bekommen das Ganze schon schön eingefärbt. Und keine Sorge, der berechnet auch das richtige Ergebnis, also den orientierten Flächeninhalt berechnet er, auch wenn es hier nicht komplett ganz eingezeichnet ist, weil es nicht auf dem Display ist, rechnet es trotzdem richtig und es funktioniert. Das heißt, das Ergebnis mit unserem GTR wäre das folgende. Dieses Integral hier oben, Integral von minus 2 bis 3, x hoch 3 dx, ist gleich 16,25. Berechnet haben wir das mit dem GTR. Was jetzt wichtig wäre, das ist nicht die gesamte Fläche hier zusammen plus die beiden Flächen zusammen, sondern das ist der Unterschied zwischen den beiden Flächen, denn diese hier ist unterhalb der x-Achse, die wird negativ gewertet, die hier positiv. Und wenn man die addiert, bleibt von der ein gewisser Teil übrig und es wären die 16,25. Genau, das wäre unser Programm für die nächste Stunde. Bis dann. Tschüss. Ciao.